Das sind wirklich spannende Erkenntnisse zum Gehirn. Gibt es ein Maximum, was man wissen kann? Und was passiert, wenn wir zu viel wissen? Und wie viel Gigabyte hat überhaupt unser Gehirn? Fragen über Fragen, die wir hier und jetzt beantworten. Und die Antworten sind verblüffend. Klicks um Science and Fiction gibt es täglich spannende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. One, two. Herzlich willkommen und heute mit Jakob von Breaking Lab. Vielleicht habt ihr schon mal von Stephen Wiltshire gehört. Er soll ein eidetisches Gedächtnis haben, also ein fotografisches Gedächtnis. Alles, was er sieht, wird abgespeichert. Nach einem einzigen Rundflug über New York, über die Skyline von New York, da war er angeblich in der Lage, ein exaktes Bild der Stadt zu zeichnen, die er vorher noch nie gesehen hat. Doch ein wirklich fotografisches Gedächtnis ist das nicht, denn auch er hatte einige Abweichungen zur Realität. Aber, und das finde ich schon echt beeindruckend, er war sehr nah dran. Er hat also ein wirklich außergewöhnlich gutes Gedächtnis. Er ist nach eigenen Angaben Autist und viele Autisten zeigen einen sehr, sehr hohen Intelligenzwert und sogenannte Inselbegabung. Auf der anderen Seite sind sie tatsächlich sehr kontaktscheu, was dazu führt, dass sie oft Probleme in der Gesellschaft haben. Die Inselbegabung kombiniert mit der hohen Intelligenz ist für immer mehr Arbeitgeber besonders interessant und viele Autisten arbeiten zum Beispiel im Bereich Programmieren. Diese Studie hier, die hat sich mit dem Thema Autismus und Intelligenz beschäftigt und gezeigt, dass Familien, die öfters Autisten zur Welt bringen, auch öfters landläufig gesagt Genies hervorbringen. Aber in Deutschland sind nur ca. 10 von 10.000 Menschen Autisten. Wie sieht das bei uns Menschen ohne Autismus aus? Wann ist unsere Festplatte da oben eigentlich voll? Also, wir haben ca. 86 Milliarden Neuronen oder Nervenzellen. In sogenannten N-Grammen speichern wir unsere Informationen. N-Gramme, das sind Verbünde aus Zellen, die miteinander synchronisiert werden. Und diese Verbindungen, die geschehen über Synapsen. Ein Neuron kann 10.000 dieser Verbindungen herstellen. Und jetzt wird es richtig interessant. Diese Infos, die sind nicht einfach wie eine Datei dort abgelegt. Stattdessen sind sie in einem großen Zusammenhang eingebettet. Das Ganze kann man sich eigentlich ganz gut mit künstlichen neuronalen Netzen, also mit KI, vorstellen. Die Verbindung zwischen den Neuronen, die verändern sich die ganze Zeit. Alle neuen Infos haben einen Einfluss und dabei schwankt, doof gesagt, die Stärke der Verbindung unter diesen Neuronen. Wir haben bei einer KI Gewichte und die werden auch immer wieder neu berechnet, wenn wir das Ganze trainieren. Und hier seht ihr wahrscheinlich schon den Zusammenhang. Je wichtiger eine Empfindung ist, desto besser können wir uns diese Empfindung auch merken. Und super gut geht das zum Beispiel mit Emotionen. Deshalb ist es auch wichtig, dass Informationen spannend vermittelt werden. An einigen Orten klappt das nicht so gut. Schule. Und an anderen Orten, da klappt das schon ganz gut. YouTube. Okay, ich versuche jetzt nicht YouTuber zu beweihräuchern. Schaut euch mal diese Studie hier an. Dort wurde die Nutzung von YouTube bei Schülerinnen und Schülern untersucht. Und das interessante Ergebnis, die Studie legt nahe, dass Schüler auf YouTube besser lernen, da die Bindung zur Person, die etwas erklärt, stärker ist und die Infos interessanter aufbereitet werden. Am Ende von diesem Video ist ein Video verlinkt, wo ich darauf eingehe und wo ihr bei meiner eigenen Forschung teilnehmen könnt, wo es genau darum geht, wie man auf YouTube am meisten lernt. Und damit hättet ihr die Möglichkeit zu beeinflussen, wie ich, wie Christoph, wie Dr. Watson und andere YouTuber hier ihre Videos produzieren. Aber zurück zum Thema. Kann das Gehirn jetzt voll werden? Einige Teile des Gehirns werden tatsächlich sehr schnell voll. Unser Arbeits- und Kurzzeitgedächtnis sind schnell überlastet. Der Harvard-Forscher George Miller hat in einem Paper geschrieben, dass wir uns ca. 7 Dinge gut für einige Minuten merken können. Sind die Informationen relevant genug, kommen sie in das Langzeitgedächtnis. Aber dort herrscht eine rege Konkurrenz, könnte man sagen. Und besonders interessant, Dinge, die sich im gleichen Themenbereich bewegen, die konkurrieren miteinander. Beispiel Passwörter. Haben wir 5 E-Mail-Postfächer und nutzen 2 davon häufig, verdrängen sie nach und nach die Erinnerung an die Passwörter der anderen 2 Konten. Sprich, das Gehirn verliert alte Daten allmählich und kann so nie voll werden. Dachte man lange. Tatsächlich ist es Forschern des Max-Planck-Instituts gelungen, zu beweisen, dass das Gehirn eigentlich nie etwas löscht. Stattdessen werden nur die Verbindungen deaktiviert. Es ist fast so, als würde das Gehirn eine ZIP-Datei erstellen, wo das Ganze dann komprimiert ist, die zwar nicht direkt geöffnet werden kann, aber welche entpackbar ist. Deshalb ist es auch einfacher, Dinge zu lernen, die man mal kannte, mal gehört hat oder so. Aber wie viel Gigabyte passen denn jetzt in unser Gehirn? Lässt sich das überhaupt berechnen? Laut dieser Studie hier kann jede Synapse 4,7 Bits speichern. Rechnen wir also 4,7 Bits mal 10.000 Synapsen mal 86 Milliarden Neuronen. Das wären 505.250 Gigabyte.
Das wäre jetzt recht überschaubar. Aber eine neue Studie von Terry Zinowski vom Salk Institute for Biological Studies sagt wiederum, stimmt alles nicht. Das menschliche Gehirn kann über 2 Petabyte an Daten speichern. Findet ihr seltsam, dass die Daten so abweichen? Dann hört euch mal das hier an. Also, noch vor wenigen Jahren, da ging man davon aus, dass das Gehirn etwa 100 MB speichern könnte. Was damals unvorstellbar viel war und heute natürlich ein Witz ist. Und hier sieht man das große Problem. Daten werden im Gehirn komplett anders gespeichert als im Computer. Im PC sind das Einsen und Nullen. Also ganz doof gesagt, Strom an oder Strom aus. Im Gehirn läuft das Ganze über chemische Prozesse ab, die viel komplexer sind. Und das Tolle daran ist, man kann mit seinem Gehirn viel komplexere Dinge machen. Und man kann Methoden lernen, mit denen man noch mehr lernen kann. Mehr dazu findet ihr im Video von Jakob auf Breaking Lab. Dafür hier klicken. Und dort könnt ihr auch an seiner Forschung dazu teilnehmen, mit der er YouTube-Videos optimieren will. Nach der Auswertung stellt er die Ergebnisse frei im Netz zur Verfügung, sodass alle YouTuber davon profitieren können und wir hoffentlich bald gemeinsam die Plattform noch besser machen können. Vielen Dank, Jakob. Bis dann. Bleibt dran.